frage ich nochmal. Ja klar, jetzt war das doch da unten. Ich dachte, es wäre noch eins weiter oben. Naja, ich soll's denken, lieber was lassen. So, was ist jetzt hier los? Manny Escuela combines a powerful urban masculinity with a lighter side. Here, shortly after cleaning up five blocks, he teaches a group of... Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metro's good. It's good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You are gonna be famous. Shit. Yo, Nico, man, what am I supposed to do here? Man, I got this film genius here making me look like a transsexual or something on TV, and now some punk's been talking all kinds of shit, too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, what? Man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Give it up, man. All right, man, yo, listen, can you shut these punks up for me, please? Where are they? They're gonna be coming in on the L train, man. From Algonquin to Dukes, man. Hey, I owe you, man. I owe you big time. Okay. You see that, man? You see that, man? Yo, that is streets right there, man. Not none of this shit. Got me dancing in skirts with people in the neighborhood. Man. What the fuck is that, man? Ach so, das war also dieser komische Film-Heini da. Begib dich zur Algonin irgendwas. Ach, egal, ich hätte es eh nicht lesen können, beziehungsweise aussprechen, weil das alles so bescheuerte Namen sind hier. Zur Algonquin Bridge. Quinn. Ach, ich hab doch keinen Plan. So. Ja, toll. Das habe ich ja gut gemacht. Ich weiß ja, das Auto vor 3 Minuten geklaut und schon wieder einen Unfall gebaut. Ja, das reimt sich und was sich reimt, ist gut, ne? Ja klar, warum nicht noch mehr Bullenautos da? Es sind 3 da vorne, es sind nochmal 2. Und wie soll ich hier bitte schön ein Auto klauen jetzt? Ist mir doch scheißegal. Ach, geht mir nicht auf den Sack. So, wir gucken eben... Okay, über die Brücke noch drüber. Macht das Radio aus, das wollen wir nicht hören. Das will keiner hören. So. Wir wechseln gleich mal die Straßenseite, wenn der Wichser uns jetzt hier nicht den Weg versperrt hätte. So. Wir werden eh schon gesucht, also brauchen wir auch keine Maut zahlen. Das wäre ja sinnlos, wenn ich da jetzt anhalten würde. So. Und die Bullen haben uns eh schon wieder verloren jetzt, weil wir außerhalb des Kreises sind. Da vorne ist wieder ein Wagen. Komm schon. Ja, ich hab's gepackt. Jo. Wir haben ja Gott sei Dank wieder ein Navi, was uns sagt, wo wir hinfahren müssen. Dann ist der Weg jetzt wenigstens nicht so schwer. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich habe wieder irgendeinen Auftrag. Ich glaube, ich soll irgendwas explodieren lassen, habe ich da rausgehört. Aber so genau weiß ich auch nicht Bescheid. Da werden wir schon noch aufgeklärt werden, hoffe ich mal. Jo. Ja, klar, fahr alle Laternen ab. Macht ja gar nichts. So. Was ist jetzt hier los? Da ist eine Brücke. Toll. Ein Zug. Die Zielpersonen sind in diesem Zug. Folge dem Zug und schalte sie aus, wenn sie aussteigen. Ah, shit. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie diesen blöden Schienen folgen hier. Ja, toll. Geht mal aus dem Weg hier. I'm losing the fucking train. Ja, ist ja gut. Ja, komm, ey. Nur weil ich da an dieser Scheißecke einmal kurz hängen bleibe. Boah, ey. Wie mich das aufregt, so eine Kacke. Wie soll ich den denn da ver... Nee, klar, da fahre ich jetzt bestimmt nochmal hin, oder was? Ja, kurzer Cut, Leute. So, da sind wir jetzt langsam wieder und wir kommen langsam wieder am Zielort an und hoffen, dass es diesmal dann klappt.
Ich fahre diesmal geradeaus weiter und nicht versuche nicht links abzubiegen. Vielleicht ist das ja die ja, richtige Lösung. Ich habe keine Ahnung. So. Ich hoffe, ich schaff's diesmal. Wäre doch irgendwie scheiße, wenn nicht. So, da lang. Hier können wir gut über den Schienen fahren. Oh, das geht dann nach rechts. Das ist nicht so gut. Und hier wieder links. Ja, ein bisschen mehr Gas. Ich darf die nicht so weit verlieren. Wow. Gut. Bin noch mal gespannt, wann die aussteigen. Geht weg. Scheiße. Sind schon wieder zu weit weg. Ich darf nicht so weit zurückfallen. So. Scheiße. Scheiße, mein Motor ist kaputt. Leute, das ist nicht. Ah, Scheiße. Scheiße, nee. Renn einfach nur, renn einfach nur. Verdammte Kacke hier. Los, los, los. Gib mir den Wagen, los. Scheiße, Mann! Leute, das ist doch echt nicht normal. Fickt euch! So, da bin ich wieder und ich hoffe, dass es diesmal, ja, ein bisschen besser klappen wird hier. Ja, wie soll ich denn da hinterherkommen? Ich konnte da nicht geradeaus fahren. Verdammte Kacke, ey. Wenn ich es jetzt wieder verkacke, dann raste ich echt aus hier. Weil das kann echt nicht wahr sein. Und übrigens nochmal hier, dieses Fickt euch vorhin war nicht auf meine Abonnenten bzw. Zuschauer bezogen, sondern nur auf das Spiel hier, weil mich das so aufgeregt hat. Nicht, dass da irgendwelche falschen Gedanken aufkommen bei euch. Ja, jedenfalls haben sie jetzt hier angehalten und die werde ich jetzt direkt erledigen, weil ich lasse mir das nicht gefallen. Wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Wegen euch, Spackus, musste ich diese Mission dreimal machen, weil ihr mit dem scheiß Zug fahren musstet. Also, sowas kann ich echt gar nicht haben. Und das war's jetzt schon hier. Weißt du, drei Leute erschossen und Mission fertig. Und deswegen der ganze Ärger. Toll. You don't need to worry about people talking garbage no more. Yeah, you're pure ghetto, man. Just like me, kid. I'm gonna thank you in all my acceptance speeches, man, for real. Ja, toll. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt zum Internetcafé und schauen, ob wir eine E-Mail haben. Aber ich denke mal, wo ist die Legende? Wo ist das Internet? Ach, das ist hier. Ah, da können wir doch zusammen hinfahren, weil sonst hätte ich gesagt, ich mache einen kurzen Schnitt, bis ich da bin. Aber da das ja gar nicht so weit weg ist, kann ich auch die Aufnahme anlassen. Das ist kein Problem. Das können wir schon machen. So. Ja, wir müssen jetzt leider left turnen und nicht right. So. Hey, ich habe eine SMS. Nico, wir treffen uns am Ende des... Ja, schön. Interessiert mich eigentlich nicht, weil ich möchte mich jetzt mit niemandem treffen. Ich möchte eigentlich hier jetzt ins Internetcafé gehen und ein bisschen zocken, ne? Ist ja eh klar. So. You have arrived. Bam. Okay, also Web. Im Buch, im Web als App. Ja, so war das doch. Keine Mails. Ja, toll. Finde ich super, dass ich keine E-Mails habe. Toll, super, toll. Danke, dass ich umsonst dahin gefahren bin. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Was ist das denn hier? Für ein Fragezeichen. Anonymer Kontakt, da fahren wir doch einfach mal hin. Wer ist denn das?
Ich habe keinen Plan. Ist es dieser Dimitri, der uns da irgendwie verraten hat, oder ist es jetzt unser French Tom? Nee, ich glaube, French Tom kann es nicht sein, weil der hat uns ja noch kein E-Mail geschickt. Egal, wir fahren einfach mal hin und lassen uns überraschen. Genug Gesundheit haben wir noch, Panzerung auch ein bisschen. Es wird schon gut gehen. So. Ja, ich turn dann right, wenn ich das will und nicht, wenn du das sagst, ne? Das ist schon mal klar. Komm, flieg weg, Motorhaube. Ich will dich nicht mehr haben. Danke. Ja, ich weiß es. So. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Momentan eigentlich jetzt nichts Großes. Ja, klar, wechsel einfach mal die Spur, du Spacken. Mein Gott, die fahren hier echt wie die letzten Leute. Ich fahre natürlich hier ganz vorschriftsmäßig auf der Mittellinie. Ich erschaffe praktisch gerade eine dritte Fahrspur. Das ist doch toll. Ich brauche ein neues Fahrzeug. Halt, stopp. Jetzt fahre ich. So. Also. Raus mit dir. Roman. Was willst denn du von mir? Nico, hast du schon was von deinem Freund gehört? Geh zum TW-Internet-Café und check deine E-Mails. Ja, jetzt kommt die E-Mail an. Das ist ja toll. Aber das ist mir jetzt egal. Ich fahre jetzt erst zu diesem anonymen Kontakt. Und dann mache ich das mit der E-Mail da. Weil jetzt fahre ich bestimmt nicht mehr zurück. Das wäre total doof. Oder wo müssen wir eigentlich hin? Sind wir noch arschweit weg? Nee, sind wir nicht. Das ist schon richtig so. So, ich nehme hier einfach die Abkürzung da mitten durch. Hell. Was willen die jetzt von mir? Was? Ja, die muss ich jetzt leider noch ein bisschen gedulden, die Madame. Oh, da ist ein Dönerstand. Nein! Oh nein. Ich wollte da gerade einen Döner kaufen. Ey, da finde ich das erste Mal in diesem Let's Play einen Dönerstand. Und was mache ich? Na, wisst ihr was, dafür musst ihr jetzt dran glauben. Ich lasse mich doch hier nicht. Ich habe da mal was gesehen. Man kann hier ganz nett auf diesen Tank schießen. Und da macht es einfach mal BAM. Hä? Komm schon, mach BAM. Das gibt's doch gar nicht. Normalerweise explodieren die voll heftig. Ich bin anscheinend zu doof dafür. Jetzt habe ich von Brucey auch schon wieder. Was will denn jetzt der von mir? Ne, ich möchte aber keine schicken Klamotten haben, weißt du? Das ist mir scheißegal. Ich komm jetzt. Ich lasse mich jetzt nicht mehr ablenken. Ich fahre jetzt hier hin. Ich möchte jetzt endlich wissen, was da los ist. Ihr könnt alle mal aus dem Weg gehen hier. So. Mag jetzt ein bisschen brutal sein, wenn ich hier einfach so durchfahre, aber. Ist ja nur ein Spiel, so. Na, nicht, dass da einer auf falsche Gedanken kommt. So, was geht hier ab? WTF, da ist ein Bullenhubschrauber. Egal. Were you followed? Hey, strange seeing you here, Officer McCreary. I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect. Life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen. I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now, obviously, I can't go, because then he gets a picture of me giving him money, and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man.
To be honest, I don't really care one way or another. Well, I'm a good man. No doubt. Call me when you get to the spot. Okay, wir sollen uns also so einen Bullen helfen, der anscheinend irgendwie erpresst wird, weil er irgendwie eine Straftat begangen hat. Ja, das ist natürlich toll. Wir müssen jetzt zu irgendeinem Aussichtspunkt fahren. Hoffentlich ist der nicht am Arsch der Welt. Oh, ich sag's noch. Naja, man muss sich damit zufrieden geben. Dann fahren wir jetzt da eben hin. Was soll's, kann man nicht ändern. So.